Nature. Extreme. Was, if you get here, was? If you're here ready to drive, if you go to the map. Auch wieder einer mit GPS. Aber wir versuchen es ja erstmal wieder alleine zu bekommen, ne? Okay, das ist GPS. Stumpf. Wo soll ich denn hin? Ach, da rechts an der Seite längs. Okay. Er hält er sogar einmal extra an, damit du weißt, hey, da musst du hin. Hier, da musst du hin. Guck mal, hier sind überall Pfeile. Ja, interessant. Gott, Pfeile, Pfeile, so viele Pfeile. Das ist Ziel. Okay. Kriegen wir hin. Glaube ich mal, glaube ich mal. Hauptsache nicht wieder da reinfahren. Nein, wir fahren jetzt irgendwie da. Ach hey, ist uns komisch. Da musst du da unten reinfahren, nicht darauf. Ich glaube, ich muss den Rasenmäher anschmeißen, ne? Muss über das Grünland fahren. Einmal den Acker umgraben. Oder? Ich glaube irgendwie so, ne? Was? Willkommen in Speed 500? Ich glaube, es ist kein 500. Ne. Im Leben nicht. Und jetzt kann ich nicht weitermachen, oder was? Nö, es funktioniert trotzdem. Okay. Ich bin einfach nur langsam. Solange ich Bronze kriege, bin ich glücklich. 600. Ah, ich glaube, das werden keine 600, nee. Leben nicht. Wow, du schnelles Auto, du scheiß langsame Pischkarre. Scheiß Drecksting. Weißt du, wenn mein Wagen so eine Beschleunigung hätte, da dauert eine halbe Ewigkeit, wenn das Ding auf 100 ist. Was? Watch out for these two, was? Ah, Bäume mitten auf der Straße. Noch mehr Bäume auf der Straße. Und die haben sogar Kollision. Was ist denn da los? Dumm, ey. Ich vermute mal, eine andere Geschwindigkeit ist hierfür vorgesehen. Oh ja, genau. Die Geschwindigkeit, wenn du dagegen fährst. Irgendwas mache ich falsch. Sag ja, ich bin zu langsam. Langsam, wenn du überall reinfährst, auch kein Wunder, ne? Oh, jetzt aber, ich habe Geschwindigkeit. Siehst du, es funktioniert, es funktioniert. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Furchtbar. Muss ich echt durchwuseln, ey. Ja, mit Höchstgeschwindigkeit geht es ins Ziel. Ach, scheiße, ich komme nicht mal ins Ziel. Muss ich den anderen Weg nehmen? Warte, ach. Ich glaube, von hinten, genau, von hinten kommst du rein. Yeah, beste Zeit da. Arsch. Gut. Die Linie erreicht. Wow. Er hat sich Mühe gegeben, aber wenn er Versager die Map fährt, dann bringt das auch nichts. So, ich werde trotzdem mal froh, wenn wir mal ein anderes Auto nehmen. Ah, da, Coast. Coast. Oh nein, die habe ich schon gefahren. Aber die noch nicht. Implosion. Best forward. Für was, GPS? Heinous. Komische Kameraansicht, ne. Okay, irgendwie ist es immer gut gemacht mit dem Anfang, aber ich habe ja schon Mioma gesagt, ne? Finde ich auch irgendwie blöd, weil wenn du resettest, musst du das jedes Mal wieder angucken. Immer wieder, immer wieder, immer wieder, immer wieder, wie Cutscenes, die du nicht überspringen kannst. Und wenn ihr immer wieder beim Boss stirbt, und euch immer wieder die gleiche Szene angucken müsst, dann denkt ihr auch irgendwann so, oh Gott, ja, ist gut. Stay Central, halt die Schnauze, ich versuche überhaupt hier durchzukommen, ah! What? Ist er richtig? Warte, wir machen mal Rückwärtsgang. So. Reicht das? Nicht wirklich. Komm mal, Ziel eine Minute. Okay, kann die Strecke ja auch nicht lang sein. Weißt du, was mir auch Zeit sparen würde? Oder beziehungsweise, wie ich so viel länger Zeit hätte bei Let's Play, wenn ich hier schon meine Heizung anwerfen würde. Weil ich muss ja, okay, wie man sieht, bin ich anders gefahren.
Aber ich muss meine Heizung mal ein bisschen höher drehen, wenn ich duschen will. Ansonsten kann ich immer nur 5 Minuten duschen. Oder lieber 5 Minuten und dann wird das Wasser kalt. Also muss ich die Heizung ein bisschen höher drehen, dann ist das Wasser wärmer und dann kann ich immer ein bisschen länger duschen. Dann kann ich statt 5 Minuten 10 Minuten duschen. Wow. Ich überlege, wie lange ich damals immer geduscht habe. Was? Ich habe gerade überhaupt nichts mitbekommen. War das irgendwie richtig? Ja, aber irgendwie nein. Was passiert, wenn man über Duschen redet, ne? Wenn man ein unrealistisches Rennspiel spielt? Aber was hat er auch gesagt? Stay in the middle oder so? Stay zentral. Ich bleib zentral. Ist das jetzt richtig? Ich glaube ja. Was? Technical Section? Was? Wie, wo, was? Ich kann nicht gleichzeitig fahren, gleichzeitig reden und gleichzeitig lesen. Hallo! Irgendwann ist auch mein Multitasking erschöpft. Okay, auch lustig. Die Meterzahl eingetragen, damit du ungefähr weißt, ob du richtig bist. Naja, bringt auch nichts, wenn du dann völlig bei vorbei rast, ne? Silbermedaille. endlich groß, endlich was anderes. Und danach kommt wieder der Dingstrecke, toll. On Fire, auch den haben wir schon tausendmal gelesen. First Lab, Second Lab. Kann man das einstellen? Ja, so. Er hat es so gemacht, dass es eben als normales Checkpoint-Rennen ist, aber eben... Okay, warum die Kameransicht? Okay, deswegen. Ja, ihr juckt der Kopf, mir juckt der Kopf. Ich frage mich eigentlich, wenn man streamt, ich habe ja von mehr oder weniger keine Ahnung, muss man da auch aufpassen, wenn man jetzt zum Beispiel Copyright-Musik drin hat und so? Ich gehe mal davon aus, ne? Ich vermute mal, da kriegst du wahrscheinlich noch sogar mehr Probleme, als wenn du die Scheiße dann auf YouTube lädst. Ja, wenn du einen Stream bei YouTube machst, dann wahrscheinlich die gleiche Arschkarte, sagen wir es mal so. Aber wenn du Twitch machst, ja wieder was anderes, ne? Denn die nennen sich toleranter oder aggressiver? Ich habe keine Ahnung. Ich wollte mal aus Langeweile aber mal eine Runde streamen, ne? Und eben das, was ich streame, dann eben als normale Let's Play-Episode nehmen, weil ich glaube, so viele Leute gucken kein Track wie der Sunrise als Livestream. Und gerade weil ich ja sage, meine Uhrzeit wäre sowas so bekloppt. Fängt es einfach mal um 10 Uhr abends an, ein Livestream über Track mit der Sunrise zu machen. Sturm. Und dann den nächsten Tag um 11 Uhr, und dann den nächsten Tag um 7 Uhr. Ja, komme ich noch auf die gleiche Ecke oder wo bin ich jetzt? Nee, ich glaube, das ist ein Checkpoint. Nee, ja, siehst du. Das ist ein Checkpoint, den ich noch nicht gefahren habe. Slow? Wie slow? Bin ich langsam, wenn ich hier rüberfahre? Nein. Okay. Naja, hier waren wir schon mal. Jetzt musst du den Rest der Strecke normal fahren. Ach nee. Ach so, vorm, ja, wie macht er das wohl? Hier, vor dem, genau, vor dem Finish ist noch ein Checkpoint, da, sieht man, blopp, blopp. Damit er das so bauen konnte, ja, gar nicht doof, gar nicht doof, gar nicht doof. Die Strecke war auch gar nicht doof. So, und mal wieder eine Dingstrecke. Island-Strecke, dann wieder eine Island-Strecke. Jo, keine einzige B-Strecke gefahren, lol. Ich dachte mal, Co-Strecken wären die unbeliebtesten eigentlich. Hyper Bounce hoch 2. Lass mich raten, von... Ding, 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 100 Punkte, Painters. Was? Geht ready, go? Hä, was für Teil hat er denn hier benutzt, dass es so komisch aussieht?
Man muss ja irgendwelche Randteile benutzt haben, ne? Ich sag ja, irgendwie ist der Typ ganz schön kreativ. Lol, genau durch die Mitte des Loches durchgeflogen. Wie viel Zeit hat der denn im Editor verbracht? Und dafür wird er anerkannt. Wenn auch 20 Jahre später. Ja, okay, wir sind wirklich fast 20 Jahre. 15 Jahre später! Zu langsam. Naja, wenn man gegen die Wand fährt, ne? Pornosa. Ich frage mich auch, wie das in der Zukunft sein wird, ne? Wird es in der Zukunft noch YouTube geben? Wird es in der Zukunft noch Twitch geben und so weiter? Oder wird das irgendwann mal alles ersetzt werden durch irgendwelche anderen Anbieter? Oder vielleicht wird es schon was gar nicht mehr geben, ne? Dann darfst du nicht mal mehr Dumpfbacke sagen oder du bist dumm auf YouTube. Und dann wirst du gleich gebannt. Ja, wenn das so weitergeht, glaube ich, dann wird das echt bald so sein, sie bitte, sagt er. Und ich bleib nicht in der Mitte. Scheiße. Ja, dann brauchen wir sowieso nicht mehr Scheiße sagen. Naja, aber theoretisch sind wir ja schon so weit, dass du nicht mehr Scheiße sagen darfst, weil werbeunfreundlich. Müssen die Leute ja auch mittlerweile hart aufpassen, ne? Einmal ein Schimpfwort gesagt und schon ist man unwerbefreundlich. Also, was machen sie? Sie machen es wie im Fernsehen. Gut. Verdammt. Hallo, wisst ihr schon, wenn das Video irgendwann mal Werbung zugeschaltet werden sollte, bekommen sollte. Dann ist auf jeden Fall werbeunfreundlich. Also, aktuell. Vielleicht wird es auch irgendwann besser, ne? Keine Ahnung. Aber ein bisschen ist auch YouTube schuld, weil YouTube war ja raffgierig, ne? Von wegen so, ja, jeder kann ins Partnerprogramm, jeder kann Werbung schalten, na, scheiße. Egal, wie klein er ist. Und dann so, ja, sich selbst auf rechtsradikale Videos und Terroristenvideos sind jetzt, wie ist es Werbung geschaltet? Ups. Das passiert, wenn man nicht überprüft, auf was Werbung geschaltet wird. Und dann gingen auch richtig die Werbepreise in den Keller. Jetzt mittlerweile verdienen ja einige... komm doch! Scheiße, Mann. Verdienen ja einige Channels mehr Geld mit YouTube Premium Zuschauer als mit Werbung. Werbungszuschauer. Ja, so weit sind wir schon, ne? Und ich bin auch hoffentlich mal so weit, dass ich diese Scheißstrecke hier schaffe. Los, Höchstgeschwindigkeit, Auto. Ah, geht doch. So, wo habe ich vorhin verkackt? Ach ja, ich bin nicht in der Mitte geblieben. Stay in the middle! Bombs und wieder nicht in der Mitte. Ja, Mitte. Ich bin in der Mitte. Genügend Mitte? Ja, danke. Noch mehr Mitte? Okay. Hä? Was? Sollte ich da vorne schon raus oder was? Hä? Ich habe jetzt keine Ahnung, wo ich hin sollte. Was? Das ist the Wimpy Way? Ja, was soll ich machen? Ich muss mich resetten. Takes the wall wide. Was? Also du sollst... Hä? Hä? Was willst du von mir, Penis? Soll ich irgendwie die... Aber da musst du ja richtig schräg sein, um da rüber zu kommen. Oder ist irgendwo ein Loch? Nee, hier ist kein Loch. Steht aber nur takes the wall wide. Na komm, ja. Gott, ey, das ist aber richtig scheiße. Richtig scheiße, dass ich auch keine Musik habe, aber das ging ja mit dem Spiel noch nicht. Musikwechsel im Spiel. Warum? Weil er dann immer leicht anfängt zu ruckeln. Also so ist es auf jeden Fall bei Trackmania United. Also. Wow, ja, Ziel. Ja, Fake Ziel. Ziel. Eine schöne Bronzemedaille. Ah ja. Und eine weitere Rennstrecke. Also, wenn jetzt ein bisschen mehr vermixt kommen würde, da wäre ich schon drüber erfreut.
Aber irgendwie kommen jetzt momentan wirklich nur einen Strich, ey. Schon wieder Penis, aber mit Strichen? Was denn da los? Ist das einfach eine Raubkopie von Penis? Schauen wir mal, wie der Stil ist von der Strecke. Vielleicht ist er wirklich Penis. Hat eine, wer hat da Strecken gemacht mit dem Namen Penis und welche mit Strichen Penis? Was ist da los? Gefiel ihm sein alter Name nicht mehr? Aber ich glaube, das ist eine Kopie hier, ne? Oh, shit. Oder bis jetzt sieht es ja nicht aus, als wenn das der originale Penis wäre. Ist das sogar eine Demo? Eine Demo-Strecke. Oder ist vielleicht sogar der Beta-Penis, ne? Vielleicht hieß er sogar vorher, bevor er Penis hieß. Gott, ey, was interpretiere ich hier rein, nur wegen zwei Strichen? Oh. 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 Scheiße. War ich nicht eben gerade aus zu slow für die Ecke hier? Schöner Auto, 400. Doch, war ich. 500. Ah. Ja, ich war zu slow. Mir tut mein Finger wieder weh. Ich muss ja die ganze Zeit auf die Taste drücken. Genau, sonst drücke ich halt einfach mit der Tastaturtaste. Ah, scheiße. Gebe ich Gas und lenke mit dem Gamepad. Nein, das ist irgendwie bescheuert. Das ist so wie damals mit seinen Kollegen, ne? Ich gebe Gas und du lenkst. Ah. Das klappt auch nicht. Ja, ich habe noch genügend Geschwindigkeit. Wow, Laterne. Könnte eine Penisstrecke sein. Vom Aufbau her. Und ich habe sogar gerade seine Bestzeit geschlagen. Bestimmt wieder nur ein paar Millisekunden. Fun Area, war das gewesen? Ich glaube ja, ne? Ja, ein paar Millisekunden. Wirklich nur ein paar Millisekunden. Golden Bridge, hey, eine Co-Strecke. Okay, lustig, hat er die von der Farbumgebung wirklich so gebaut, dass es golden aussieht. Und es ist wieder on fire. Lol. Ich sag ja, ne? Die Leute sind kreativ. Haben nur eine begrenzte Anzahl von Blöcken und kriegen trotzdem dann sowas hin wie eine goldene Brücke. Da ist sie, die goldene Brücke. Perfekt für Thumbnail. Ah, wenn ich noch daran denke. Slow? Why? I don't need slow. Wow, okay, wenn du da... Ich wollte sagen, wenn du da zu schnell bist, dann rast du dagegen, aber... Wenn du zu langsam bist, dann kommst du da nicht rüber. Ich werde schon wieder müde. Scheiße. Hör mal auf. Ich wollte mir jetzt auch ein Energy reinpfeifen, aber ja, das kann auch immer nach hinten losgehen, ne? Wenn ihr euch noch daran erinnert, als ihr euren allerersten Energy Drink getrunken habt, der euch dann noch richtig aufgeputscht hat. Und heute so, joa. Also, eine Zeit lang konnte ich das Zeug trinken wie Wasser, so ungefähr. Eigentlich nicht gut, aber naja, ich konnte das Zeug trinken wie Wasser und man hat eben nichts mehr gemerkt, ne? Wie mal einige gesagt haben, oh, wenn du Cola trinkst, dann kannst du nicht mehr einschlafen. Wo ich auch so denke, das habe ich ehrlich gesagt echt noch nie gehabt. Aber jetzt, wo ich relativ selten Energy trinke, ist auch die Wirkung wieder ein bisschen stärker. Nice. Die Strecke war gar nicht mal so schlecht und auch sehr kreativ. Und die Strecke bin ich hier gefahren. Und die Strecke bin ich schon gefahren. Die nicht. An der Co-Strecke. Okay, soll das einen Typen darstellen? Rooftop. Dieb, ich kann gerade das Wort nicht aussprechen. Und wieder on fire. Thief. Thief, genau. Thief. Dummes englisches Wort, ey. 2, 3. Okay. Full Speed. Oh, Mann. Scheiße, ich dachte, das wären andersrumme Beschleunigungsstreifen. Deswegen steht auch Full Speed. So, jetzt gebe ich aber Full Speed.
Aber ich vermute mal, wenn wir nachher in die anderen Ordner reinkommen, werden da auch andere Leute drin auftauchen. Wir hatten ja schon ein paar, Sinnlosstrecken gehabt, ne, wo man dachte so, das baust du innerhalb von 5 Sekunden, die Strecke. Aber welche Strecken müssen auch sein, richtige Schrottstrecken. Aber manchmal ist auch so in diesen kleinen Schrottstrecken auch immer so ein kleinen Futzelkram drin, was dann richtig gut ist, ne, und daran, ja, das kann man dann in eine Strecke mit einbauen. Ah! Und dann kann man die ultimative, perfekte Strecke rausmachen. Und sowas ähnliches kannst du dann auch bauen für das neue Trackmania, ne? Ich weiß gar nicht, ob du irgendwas davon hast, wenn du Trackmania, also bei neuen Trackmania Strecken baust, kann man dafür Geld nehmen. Oh Mann, das ist so richtig assi, ey. Geld für Strecken nehmen, wo sind wir denn? Das war ja immer der Sinn, dass die alle kostenlos waren. Dass man immer gegenseitig sich Strecken gebaut hat und die Strecken von anderen gefahren hat, ne? Aber jetzt musst du dafür bezahlen aktuell. Für das neue Trackmania. Oder kann man sich die noch irgendwo runterladen und einfach nur in den Ordner schieben, so wie hier? Keine Ahnung. Gold!